Leute, willkommen zu einer neuen Folge Half-Life Alyx mit mir, dem Niki. Moin. So, und wir machen da weiter, wo ich letzte Folge aufgehört habe. In dieser Kanalisation, wo wir jetzt schon ein paar Mal lustigen Kollegen begegnet sind. So, und hier wird einem jetzt beigebracht, dass diese Container hier explosiv sind. Was ist denn los? Locken wir den mal an. Oder auch nicht. Passt. Aufnahme läuft auch. Ja, wunderbar. Oh, das ist gar nicht gut. Da habe ich jetzt natürlich nicht mehr drauf geachtet. Drehst du dich bitte um? Kann ich den eigentlich etwas drastisch, aber okay. Three shots left. Ich bin es gewohnt, von hier unten zu ziehen und nicht von oben. Ist ein bisschen blöd gemacht mit der Pistole. Eigentlich wäre die Muni von unten besser, glaube ich. So, was immer da? Ach, hier ist sowas. Habe ich jetzt eigentlich Schaden bekommen? Ja, ein bisschen. Ne? Passt. Jetzt ist die wieder an. Okay, hier kann ich aufmachen. Wäre das der richtige Weg gewesen? Na? Sag mal. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Achso, hier geht gar nicht rein. Das ist schade. Okay. So. Bedrohliches Brummen. Moment. Ja. Ja, kein Problem. So, wieder da. Da unten sind 100%ig irgendwelche Mistviecher. So, Kollege, du hast was, was ich haben will. Ist die Taschenlampe am Gravitationshandschuh?
Wunderbar, jetzt habe ich eine Taschenlampe. Man sieht hier an dieser... Okay, da war doch... Jo. Ach, du bist so ein langer Kollege. Was ist... Oh. Okay, die machen, glaube ich, ein bisschen mehr Damage. Kann das sein? Okay. Drei Schüsse auf die Bauchseite, dann sind sie tot. Alles klar. Au. Komm, spring. Lol. Au. Ich habe so manchmal das Gefühl, als würde die Waffe nicht triggern. Ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Kugeln verschossen, weggemacht, obwohl die eigentlich noch gut gewesen wären. Hm, das ist blöd. Zukünftig einfach die Dinger mit der Schrotte wegmachen. Dann hat man da auch kein Problem mehr. Jetzt habe ich aber die komplette Gegend nicht durchsucht. Hier könnte ja auch noch was liegen. Hier ist aber nichts. Gut. So, ich habe nicht mal so viel Leben verloren. Das ist eigentlich ganz geil. It's really dark. Russ? Yeah? Can you just talk? About what? About anything. Literally anything. Well, I think that given our situation, your irrational fear of the dark is actually quite appropriate. You know, I can give you easily 100 reasons to be terrified. Okay, that was my fault. I'll be more specific next time. Ach, der Schrank, Mann. Schrank ist im Weg. Big fan of this flashlight. And it, not unlike yourself, is also sensitive to the dark. Oh yeah? Meaning it should go on automatically when the lights go out. Oh, nice. Bisschen Polymer. Und hier? Wie setze ich das ein? Ah, jetzt. Da. Gut. Wunderbar. Mir fehlt die Crowbar. Hä? Aber ich bin doch jetzt im Kreis gegangen, oder? Ich bin jetzt safe im Kreis gegangen. Ist das der richtige Weg? I think so. Okay, ich fange den jetzt. Okay. Na komm her. Dann halt nicht. Ich sehe den Punkt manchmal nicht, das ist ein bisschen blöd. Drei Magazine habe ich noch. Nicht gut. Ach, jetzt muss ich hier lang. Ich verstehe.
Absolutely. Leg. Be specific. Before. What was life like before the Combine? Ah, excellent. Alex, have you ever heard of a club sandwich? Nope. Not once. Right. To make a club sandwich, you need to start with bread. Not from a bread line, from a bakery across the street. Baked that day. Okay? You add tomatoes, lettuce, not vegetable paste, fresh. Then you add bacon. That's from an animal we used to call the pig. You toast the bread, and you put all that inside it. You guys had all that? That's insane. It is. And I'm not done. Then you add a second sandwich on top of the first one. You put ham in it, also from a pig, and turkey from an animal we used to call the turkey, and more tomato, more lettuce, and a bunch of other things I'm forgetting. It was 6 inches tall and weighed a pound and had a dozen ingredients from 5 different continents. It was the most impossible food item you could imagine in any age before ours. Wow. I know, right? That is... Wow. Thanks, Russ. You're welcome, Alex. Okay, da am besten nicht rein teleportieren. Ich sehe hier keins. Ich nehme das mal an mich und das nehme ich mal auch an mich. Passt, dankeschön. Helm habe ich noch, passt. Lag, lag, lag. Warum lag's? Schauen wir mal, zeitlich sind wir bei Ast. Zeitgefühl überhaupt nicht mehr, holy shit. Okay, jetzt muss ich hier runter. Es lagt gerade irgendwie ein bisschen. Das... Hey Kollege, könntest du bitte darauf verzichten, mich anzugreifen? Oh, das ist fies. Husch. Warte, scheiß Viech. Du auch? Hm? Du auch? Lustig wäre es natürlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses Bein habe, dass ich andere damit totkloppen kann. Aber das geht nicht, glaube ich. Was habe ich instant? Ich komme wahrscheinlich auch nicht mehr hoch, ne? Hm, scheiße. Da ist noch ein Kollege. Hasta la vista, baby. Da ist noch einer. Der ist jetzt blöd. Immer mit der Ruhe. Passt. Ja, Leben geht langsam zur Neige. Moment. Musste mich kurz kratzen. So, was haben wir hier? Mhm. Munition. Das ist gut. Mhm. Sonst ist ja nichts mehr, alles klar. Hier ist auch nichts. Passt. Dann. Und davon bist du natürlich sichtlich unbeeindruckt, ne? Kollege. So, was machen wir jetzt mit dir? Ich habe noch einen. 2 Schuss habe ich noch. Auf den beiden Kugeln steht dein Name. Bam! Warte, wo ist es? In der Luft weggesnackt. Wo habe ich das jetzt? Mann, ich wollte das Teabaggen. Da liegt's.
Geister. Oh, Moment. So, Haare sind weg. Gut. Nehme ich. Einen Schuss hätte ich optimal noch für dich, Kollege. Natürlich hast du noch einen zweiten Kollegen. Was hat denn der da am Bauch? Ja, also, das ist, glaube ich, nicht gesund. Sie sollten mal zum Arzt gehen. Da liegt noch was. Ja, ne? Leck. So, irgendwas sagt mir, ich soll das Ding da nach unten schubsen. Draußen? Nee. Ladebildschirm. Hier sind wir wieder. Das ist ein Radio. Ich möchte gern dieses Radio mitnehmen. Radiophon. Es hängt an meiner Hand. Schade. Ob es hier wohl auch so geht wie bei NPCs in Skyrim, dass du da einfach so einen Hut aufsetzen, also so ein, ne? Das wäre lustig. Gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit, die Dinge hier loszuwerden, ohne drauf zu schießen? So, keine Ahnung, zum Beispiel, ich nehme diesen Stuhl hier und schmeiß den. Wait, is that a dead Combine soldier? Yes. When you guys were off stealing the reactor, I saw the Combine moving supplies in here. So, I guess they're interested in this place again. Weißt du, vielleicht? Keep an eye out. Something's definitely up. Loot für mich oder kommen jetzt Combine-Gegner? Keine Granaten, nichts. Ey Bruder, komm, das kann doch nicht sein. Du kannst mich ja doch nicht einfach so allein lassen. Du musst doch irgendwas haben. Vor allem, warum hängst du am Boden? Ich bin doch stark genug, dich hochzuheben. Okay, anscheinend nicht. Was liegt da? Was bist du denn? Ich habe so das Gefühl, wir treffen jetzt hier gleich auf Combine-Soldaten. Was bist du? Rüstung? Ah. Ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Wie viel habe ich noch? 90. Passt. Gehen wir mal vorsichtig weiter. Alex, Manhack, watch out! See it. Au. Die halten mehr aus, als ich gedacht. Hier liegt aber auch nichts mehr, ne? Wieder nur Combine. Was auch immer das hier ist.
Lohnt es sich, da in alle Spinde reinzuschauen? Ich glaube ja, wenn ich das hier sehe. Habe ich noch? Ich höre doch das Funkding. Da kommt hundertprozentig ein Combine solcher. Okay, so right now, what it's like to live on Earth on a scale of 1 to 10. I'd say right at 2. Yep, could always get worse. What would you rate it before the Combine showed up? Oh, that's a toughie. I don't know. Good day? I'd say 6. Yeah, strong 6. 6? That's not great. Well, that's life, Alex. You know, it's not always great. Well, maybe we get the Combine offer and we can shoot for, like, an 8. You know? Oh, an 8. Yeah, that really would be nice. Really nice. Was muss ich hier machen? Oh. Ich sehe das Rätsel. Ja, genau, das ist nämlich Memory. Und ich habe es mir nicht gemerkt. Fuck. Kann ich das irgendwie wieder rückgängig machen? Das ist belastend. Okay. Passt. Das Grüne war hier unten. Und Gelb ist dann... Ich meine nämlich hier was gesehen zu haben. Okay. Leer. Leer. Aha. Und leer. Aber genau, genau das Ding da habe ich halt liegen sehen. Okay. Lol. Ist das ein Easter Egg? Wait, please. Glory to Odstotska. Next. Papers, please. Glory to Odstotska. Funktioniert der Taschenrechner? Bräucht einen. Drei, sieben, drei, nee, drei, fünf, drei, sieben. Esel. Ja. So. Ich brauche mal. Gib mir deine Lebenssaft. Was hier hinten? Ah! Und schauen wir mal schon zeitlich. Okay, passt. Jetzt können wir noch weitermachen. Vorwärts immer. Diesen Satz werde ich nicht weiterführen. Mhm. Ah, deswegen höre ich das die ganze Zeit. Oh. Mhm. Das ist eigentlich... Er lebt aber nicht mehr, oder? Okay, ich muss einfach nur aufpassen, dass ich da nicht reinrenne und alles ist gut. Ihr habt aber auch kein Loot für mich. Ich hab das ja schon ein bisschen verdient, muss ich sagen.
Was ist der richtige Weg? Komm ich da irgendwie dran vorbei? Oh, der hat meine Gasmaske gefressen. Oh je. Okay. Okay, noch einen. Noch mehr? Gut, dass ich in Deckung bin. Und jetzt hat hier so, passt auf. Und dann, ha, ich bin cooler Cowboy. So, ich habe so die Befürchtung, dass es da lang geht. Ich habe so die Befürchtung, einer von denen steht gleich auf. Okay. Du? Nein. Du? Du? Danke fürs Polymer. Okay, dann. Na, was ist das? Rindfleisch. Fütterung. Was passiert hier? Oh je. Yeah. Ich habe also die Vermutung, dass ich hier noch was LUOTN kann. Auf jeden Fall nicht. Aber hier. Was haben wir hier? Nichts, alles klar. Und hier hinten? Polymer? Hier noch was? Nein. Da wird geschossen, was ist denn da los? War schon im Spiel, oder? Ich glaube schon. Falls nicht, wäre das vielleicht etwas belastend. Okay. Kollegen. Ah. Ich glaube, das ist nicht so geil, wenn die den Kollegen da drauf haben. Hier ist doch bestimmt was drin. Okay, anscheinend doch nicht. So. Okay, da ist nichts. Oh, null. Hier sind ziemlich viele Tote. Hallo? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Exekutiert. Wieso konnte ich dich nicht fangen? That was disgusting. Ich finde es immer noch belastend, dass ich die gerade nicht fangen konnte. Da drin ist doch was. Nein, du wagst es nicht. Okay. Fahren wir mal mit dem LKW da weg. Ich glaube, irgendwas
sagt mir, dass ich hier rein muss. Ach, man kann die auch per Hand entfernen. Ja, wunderbar. Irgendwas sagt mir, dass hier noch was drin ist. Und hier unten vielleicht? Nee, auch nicht. Okay, gut. Wollte mehr? Wo muss ich denn da hin? Da rein? Erleuchtete Lampe, irgendwas sagt mir, dass ich hier rein muss. Kann das sein, dass das an mir anstößt? So. Da sind zwei Drohnenkollegen. Anlegen und zielen und. Piu. 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 Easy. Zeitlich sind wir aber jetzt, glaube ich, bei 30 Minuten, kann es sein? Oh ja, sind wir. Gehen wir noch schnell davor und gucken. Okay, ich glaube eh, wir müssen hier hinter. Das heißt, das war's erstmal mit der Folge Half-Life Alyx. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn nicht, schreibt gerne in die Kommentare, was ich besser machen kann. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.